Hallo Leute, hier sind wir mit Quiz 2051 und Maruna im See. Servus. Willkommen zurück zu Sky Factory. Jo. Und hier sieht's auch schon ein bisschen ganz anders aus wie das letzte Mal. Jo, Maruna hat fleißig den Raum ausgebaut, die Wände gesetzt, ausgeleuchtet, ja, gestaltet. Ich habe ein paar Maschinen gebaut. Posch ja nix. Haben ja genug. So. Du warst auch fleißig, beziehungsweise das haben wir auch zusammen gemacht. Dann gehen wir hoch. Jawohl. Das ist eine zweite Etage und eine mega Baumfarm. Jawohl. Also Bäume haben wir jetzt genug. Holz. Ja, das ist unfassbar. Das fängt direkt an zu laggen, sobald man den Schalter betätigt. Also bei mir jetzt noch nicht und ich habe hier immer noch. Warte mal. Brems habe ich auch jede Menge. Ja. Ey, das ist halt krass. Da ist, hast du, wenn du F3 drückst, unten auch so eine grüne Sequenz? Ja, das ist mir aber noch nie aufgefallen. Das ist auch neu, das hatte ich noch nie. Also hier habe ich 20. Ne, 100 FPS. 90. Ich habe genau 60, aber ich glaube, bei mir wird es bei 60 gecapped. Na, von deinem Aufnahmeprogramm. Ich meine bei F3. Ja, habe ich genau 60, aber es könnte auch an dem Monitor liegen. Ich glaube, mein Monitor macht nicht mehr wie 60. Ich habe zwischen 90 und 100. So, aber wir wollen nicht lange rumschwatzen, sondern produktiv sein. Jawohl, ich habe mir überlegt, uns jetzt endlich so eine Tinkerforge zu bauen. Und ich zeige euch das hier noch, weil hier unten habe ich auch noch gebaut. Ja, die Leute mit dir dürfen bei dir langlaufen und ich fange mal mit dem Tinker-Ding an. Genau. Dazu gehen wir mal in das Buch. Ui, fast den einmal ausgekippt. Also ich habe hier einfach die Plattform unten drunter so voll fertig gebaut. Mit alles mit Glowstone ausgeleuchtet, dass die hässlichen Fackeln weg sind. Ich sehe gerade, du hast da oben zwei Fässer hingemacht. Dann haue ich doch da mal noch ein paar Säcke rein. Ja, das sind zu viele. Wir müssen die mal zusammenschrauben lassen. Egal. Ich habe aus Sand, Kies und Lehm Groot hergestellt. Den haben wir gebrannt zu Ziegeln und vier Ziegel ergeben einen Block für die Schmelze und O oder so den Controller. Irgendwie fehlen mir die anderen Rezepte. Ich weiß nicht, ob die im Buch drin stehen müssten, aber ich denke mal, die meisten findet man spätestens, wenn man im Nein nachguckt. Tinkers. Glaub ich, das sind lieber so schreiben. Es gibt andere. Es gibt Common Loot Bags und dann gibt's noch Worn Out Loot Bags. Da gibt's jede Menge. Ich wollte die gerade. Ja, einen haben wir hier noch. Ein Beacon Bag. Dann brauchen wir einen Seared Tank. Ja, dazu brauche ich natürlich ein Glas, das ich nicht mitgebracht habe. Du kannst mir überhaupt nicht mal ein Glas vorbeibringen irgendwann. Ja. Einen Tisch haben wir schon. Dann mache ich jetzt auf jeden Fall schon mal den Controller. Sehr schön. Dann ein Schmelzbecken für große Sachen. Ein Schmelztisch für die kleinen Sachen. Auslassdinger für die Schmelze. Nein. Was brauchen wir denn noch? Glas wirft mir einfach gleich zu. Zack. So, ja, mach mich mal auf den Weg in Nether. Wir waren ja letztes Mal schon dort, da war nicht wirklich viel. Aber ich will mal gucken, dass ich da ein bisschen was organisieren kann. Weil ich brauche einen Haufen Nether Bricks für die Fabrik. Ja, und ich brauche auch für das ein oder andere Rezept so ein paar Netherbricks, wäre nicht verkehrt. So, ich habe 80 so Blöcke, damit sollte sich was bauen lassen. Mal sehen, wie groß wir die Schmelze machen. Ich papse natürlich hier hinten in die Ecke. Da kommt die Wand hin und da, das heißt hier die Schmelze. 80 Stück habe ich gesagt, habe ich. 1, 2, 3. 8, 10, holla, das ist schnell größer als man denkt. Hä? Ich dachte, das fliegt hier durch die Gegend, irgendwelche Items, wenn man die loslässt. Im luftleeren Raum. So, jetzt hätten wir schon mal eine Grundfläche von 5. Ich glaube, die muss irgendwie nur 2x2 oder sowas sein, damit das funktioniert. Vom Forge? Ja. Nicht 3x3? K-
glaube 2x2 inzwischen, das haben die irgendwann geändert. Und bei der Größe geht es, glaube ich, bis 11x11 oder so irgendwas. Und Höhe unbegrenzt, beliebig, also... Ah, okay. Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Fortschritt gemacht. Ich glaube, ich brauche noch nicht mal diese Eckblöcke, die ich hier setze, aber ich mag es nicht, wenn die nicht da sind, das sieht einfach hässlich aus. Oh, das wird schon richtig eng hier. Oh, ich brauche noch Auslässe. Sollte ich noch bauen? Gut, dass ich nicht alle Fahrer hauen habe. Wie heißen denn diese komischen Auslasssteine? Das ist ein Controller. Fault. Echt? Ja. Okay, gucken wir doch mal. Ja, man sollte natürlich alles wegmachen. Weiß jetzt nichts, okay. Ich guck einfach, was ich aus dem Ding herstellen kann. Controller. Den Drain, genau, das war der Ablass. Was heißt es jetzt? Drain oder Fault? Drain. Wieso habe ich keine. Ah, ich bin blind. Ich kann sagen, ich habe keine Ziegel mehr. War falsch. So, dann lass machen wir hier die zwei Abgänge hin. Wo. Der Wurst. Einen hier und einen da. Den Controller machen wir hier vorne hin. Da hinten hast du Blaze Rods. Sehr schön, alles mitbringen. Ja. Sollten wir vielleicht. Vielleicht hätte ich mir erstmal eine verzauberte Rüstung oder sowas machen sollen. Das sind Blaze Rods und da hinten sind auch Blaze Rods. Wir sind genau zwischen zwei komischen Fortress, ja. Weiter geht. Muss ich gleich auch noch die Ecken abreißen, wenn ich genug Steine habe. Und eigentlich ist es ziemlich unklug, was ich hier mache, weil wenn ich hauen, dann bin ich weg. Ah, aber ist angegangen, sehr schön, dann ist das schon mal akzeptiert worden. Das sind die Auslässe. Und den Lava-Eimer füllen wir direkt in den Tank. Dann sollte hier jetzt auch schon ein bisschen Platz drin sein, irgendwas zu schmelzen. Wunderbar. Was hatte ich es gemacht? 2, 4, 6, 36. Dann kann ich schon mal ein Stack irgendwas reinschmeißen. Für den Anfang völlig in Ordnung. Und das war natürlich hauptsächlich, damit wir uns... Kein Holz dabei, muss man mal zurück und Crafting Table nehmen. Mann. Tinker-Werkzeuge machen können, so. Wie war der Kram? Am besten nehme ich das hier alles mit. Passt das in mein Inventar? Nein, ich habe noch so viel Chamas dabei. Oben waren noch Chamas-Drohnen. Du weg, du. Na, haben wir ganz viele. Alles weg, tschüss. Ah, ich glaube, ich habe doch Goldhammer, sehr schön. Gold kann ich einschmelzen. Was wollte ich machen? Ein Crafting Table. Was ist denn dann gut? Ich mache einfach mal die Standard-Eisen-Sachen. So, hier, Eisen. Und dann nehme ich den ganzen Mist hier mit. Am besten auch noch ein paar Steine. Einen Tisch muss ich auch noch upgraden. Nachgucken. Den brauchen wir nämlich auch. Oh Mann, zu viele Sachen. Immer noch beim Tinkers Construct. Holla. Der erste Tisch. Genau, Toolforge. 3 Bricks. 9. Block of Steel. Wollte mich doch verarschen. Das war doch immer Eisen. War das nicht immer Eisen? Von was? Ah, gibt es mit verschiedenen Sachen. Aluminiumblöcke. Jetzt habe ich unsere letzten Dinger hier abgeworfen. Die uns noch genau beimachen. 3 brauchen wir. Ja, yummy. Ihr seht, egal wie sehr man guckt, dass man alles hat, es funktioniert vorne und hinten dann trotzdem nicht. Jetzt egal, ich mache 4 Zinnblöcke. So. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, Zinn geht auch. Zinn ist so ein Standardmetall. Achso, ich muss da wieder rein. Eindeutig zu wenig Cobblestone mitgenommen. Ja, ist eine gute Idee, dass ich auch gerade welche mitnehme. Wie ihr seht, habe ich den lärmenden
Sachmacher da ausgetauscht. Oh! Boah, stehen da viele Blaze. Gelle da Viecher rum. So, wie gesagt, die Ecke müsste eigentlich überflüssig sein. Jawohl. Das sieht zwar hässlich aus, aber was müssen wir machen? Dann brauche ich davon drei. Hier welche und den Tisch drunter. Und jetzt geht's natürlich nicht. Wollte mich verarschen. Diamantblöcken, Emerald. Pendulum. Kupfer wäre gegangen. Bronze. Bin. Toolstation. Ah, falscher Tisch. Dödöd. Gut. Riesenschreck gekriegt. Damit können wir dann nämlich bessere Sachen herstellen. Ich stelle die ganzen Tische jetzt einfach mal hier hin. Später reißen wir die ab und stellen das Ganze etwas sinnvoller auf. Aber noch ist das ja egal. Das Ding, das die kleinen Teile macht. Die Kiste, wo die Pattern reinkommen. Das habe ich natürlich falsch rum hingestellt. Und hier das Machen der Teile. Vor lauter Gelaber hätte ich natürlich besser einfach mal das Zeug alles eingeschmolzen. Ja, ihr hört von mir nichts, weil ich bin nur am Bauen. Ich baue hier gerade einfach einen Weg zum ersten Fortress. Lol. Da ist ein Pigment-Zombie auf dem Nether-Portal gespawnt. Guck, dass ich alles mit Wänden aus, mit Walls verbaue und die Viecher da hinten nicht auf mich zukommen. Leuchte alles aus und dann sollten wir das hier eigentlich auch gut überleben können. Wenn wir dann das nächste Mal vielleicht schon hier. Oh oh, ich höre einen Gast. So, ich habe mir schon mal Stein Dummies hergestellt. Dann kann ich die schon mal mit Gold umgießen. Ging auch mit irgendeiner anderen Legierung, aber Gold ist am einfachsten. Und damit habe ich dann schon mal eine Form. Ich habe einen Gast und ich habe Angst. Ich mache jetzt erstmal schön Formen von allem. Kann ich uns nachher nämlich die Sachen gießen. So. Stelle ich um auf Eisen. Blut ist drin. Nein, natürlich will ich Eisen haben. Dann brauchst du eine Eisenklinge für das Schwert. Ein Eisenspitzhackenkopf und ein Eisenaxtkopf. Warum mache ich das eigentlich aus Eisen? Ich hätte gleich aus Stahl machen sollen. Ich gehe mal schnell noch Stahl holen. Ich habe schon mal mit dem Induction Furnace ein bisschen Stahl hergestellt. Das müsste noch da sein. Da. Ist natürlich viel besser. Als aus Eisen und Flint habe ich auch. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt Flint dabei habe. Ich habe meinen ersten Blaze-Dings gekillt. Allerdings kriegt man dafür nichts, weil der ist doch viel zu weit weg. Ja. Ich glaube, ich sollte hier auch ein Dach drüber bauen. Sonst haben wir ein Problem mit den, wie heißen die Viecher? Gast? Mit den Gasts, genau. Jetzt kriegt man mit denen ein Problem. Ich guck mal gerade, ob ich mein Schwert so reparieren kann mit Flint. Jawohl. Perfekt, mein Schwert ist wieder ganz. Die Sachen sind halt alle überhaupt nur vom Anfang noch und ich würde sie erstmal besser machen und erst später richtig gute Werkzeuge. Wie gesagt, ich habe jetzt die Sachen mit Eisen hergestellt. Ich habe mich dann entschieden, sie wieder aus Stahl zu machen. Dann kann man das wegmachen. Dummies brauche ich nicht mehr, die sind eh nur aus Stein. Tschüss. Aber natürlich unsere Muster. Ist natürlich ein bisschen paradox, dass ich eine aus Gold gefertigte Form habe, die ich dann heißen Stahl einlasse. Und ja, die Form hält, aber ich bin ja Minecraft und nicht Logicraft oder sonst was. Wow! Nein! Jetzt gehe ich mal kurz pennen. Da war so eine Spinne. So eine.
Ja, der Nether ist unglaublich lustig, denn er ist leer, bis auf den Nether-Fortschritt ist. Keine Netherbricks, keine Landschaft, keine Erze, das ist das Schlimmste. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch alles rauskriegen. So, hier ist der Stahl noch nicht geschmolzen. Fast. Ach, guck mal, die Scheiße. Stahl. Sehr schön. Ja, eine Stahlschwertklinge. Eine Stahlstabklinge. Also ja, ein Stahlaxtkopf. Dann kann ich die Formen hier reinschmeißen und das Ganze upgraden. Schwert. Schwert. Hier. Zack. Okay. Schade. Mit 3 Herzen. 1,5. Ein bisschen gammelig für Stahl. Oh, da ist schon wieder ein Pikmin mit durchs Portal gekommen. Was haben die Werten geändert? Ich hätte nicht gedacht, dass die Stahlsachen so schlecht sind. Mining Speed 5, 8. Okay, es ist halt nicht so schön, wie man sich gedacht hat, aber egal. Dann repariert sich selber. Das lasse ich erstmal noch und mit einer Stahlspitzhacke kann ich auch mehr als Kupfer abbauen und zwar gleich Redstone. Wo auch immer ich das brauche. Jedenfalls sind die Sachen schneller. Mach's auch mal mit dem Schwert, oder? Ich weiß einfach nicht. Ich glaube, dafür ist mir der Stahl dann doch zu schade. Braucht dieses Schwert eigentlich überhaupt nicht. Oder? Doch. Ah. Warum nicht? Halt nicht so schön. Hm? Es ist nicht so schön. Muss ja nicht schön sein, muss draufhauen. So, ich hab's einfach hergestellt, fertig. So, damit habe ich jetzt endlich mal ein paar sinnvolle Werkzeuge. Mit ordentlicher Haltbarkeit. Holla, Reinforced 5. Und repariert sich selbst. Du cheatest doch schon wieder. Warum cheat ich? Weiß auch nicht. Wollt jedenfalls können wir uns jetzt ordentliche Werkzeuge damit herstellen. Müssen wir noch irgendwann so ein Brick herstellen. Das war's zu dem Teil. Als nächstes würde ich dann wahrscheinlich mal anfangen, diese Sachen da unten umzuquartieren. Wir haben uns noch überlegt, wo wir dann die Solarzellen alles hinmachen. Hier irgendwo aufs Dach. Da hinten, die sind auch noch zu dicht an der Baumfarm, sodass die Bäume immer nur Blätter drüber wachsen haben. Manchmal stehen sie noch hier raus und dann klappt das nicht so. Noch jede Menge zu tun. Was sagt unsere Zeit? Unsere Zeit ist bald vorbei. Also 16 Minuten, 18 Minuten haben wir jetzt. Dann komme ich dich mal kurz besuchen. Hier noch einmal die Plattform stoßen. Ach, ja, noch ganz kurz. Ich gehe mir noch den Sludge-Spoiler angucken. Ja, genau. Den kannst du Ihnen auch noch zeigen. Den habe ich nämlich gemacht. Der Sludge wird ja oben produziert, wenn Bäume abgefällt werden. Und dann haben wir hier den Sludge-Spoiler. Und der stellt uns dann allen möglichen Schammers her. Besonders über... okay. Ich dachte schon, es ist ein Redstone-Block. Über Leben bin ich sehr dankbar, der ist sonst ein bisschen blöd herzustellen. Seelensand vor allem, sonst keine Ahnung, wer da drankommen soll. Dies ist immer praktisch. Potsoul, wenn man es möchte. Und jede Menge Dirt, auch ganz cool. Hat er schon so viel produziert? Ja, ein paar Blöcke halt von jedem. Da die Baumfarm geradeaus ist, macht er eh nicht so viel, aber trotzdem sehr hilfreich. Müssen wir uns nicht anders bemühen, an diese ganzen blöden Blöcke dran zu kommen. Ja. So, dann guck ich mal, was du inzwischen gebaut hast. Schubst dich noch einmal von der Plattform und dann sind wir fertig. Das wird nicht gehen, dazu musst du mich bis ans Ende der Plattform. Sehr schick. Zombie-Pigment. Hey, du darfst. Nein! Alle Zombie-Pigments sind jetzt sauer auf dich eigentlich. Lauf mal dahinter zu dem anderen. Guck mal, ob der dich auch angreift. Der könnte zu weit weg gewesen sein. Nein, er greift mich jetzt auch an. Die sind nämlich. Ah, das darfst du nie machen. Die sind alle sauer auf dich bis ans Ende ihrer Tage. Mir egal. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir das 2 hoch machen, ist das eigentlich zu hoch, oder? Für den Gang hier. Eigentlich, so ist gut, wie du es hast. Na, eigentlich sollte man den. Nee. Ja, für die. Eigentlich sollte man den so machen. Und dann? Fällt uns die Decke auf den Kopf und die Viecher spawnen trotzdem.
Es geht ja nicht um die Viecher, sondern um die, die Dings da. Um den Gas, den er schießt, der trifft dich trotzdem. Ja, aber der hat eine kleinere. Er trifft dich trotzdem. Entweder verstecken wir uns hinter den blöden Pfosten oder du machst noch eine Glaswand außen hin. Sieht echt komisch aus und fällt eine Decke auf den Kopf und sieht auch nicht schick aus. Das ist egal. Also ich finde es gar nicht so heftig. Es muss vor allem praktisch sein. Ah, sorry. Ich sag's dir. Wir sind jetzt alle böse auf dich, gell? Umgedreht hab, weil gerade noch der kleine Pigman da war. Ich dachte wirklich, da ist einer. Sonst hätte ich, wenn ich nicht gesehen hätte, dass du es wärst, hätte ich nicht weitergehauen. Ich höre einen Gas, ich weiß nicht, wo er ist. Hör's. Er quietscht fleißig. Da hinten ist jede Menge. Wir da können auch hier komplett zumachen, so. Dann ist es ein reiner Wehrgang. Das sieht aber auch komisch aus. Ist egal, wir müssen sicher sein. Überleg mal, der schießt hier uns den Weg kaputt und dann kommen wir nicht mehr zurück oder so. Fliegen! Ja, fliegen, womit denn? Ja, keine Ahnung. Wir haben keinen Morph-Mod. Shadow TS war letzter, der hat gemeint, man kann Dings da bauen. Man kann fliegen. Also Jetpacks habe ich gesehen, kann man auf jeden Fall machen. Aber jetzt so geht einfach nicht direkt fliegen. Vielleicht sollte man das Netherportal noch mehr schützen. Weil wenn das kaputt geht, kommt man nicht mehr zurück. Ja, dann gehe ich mal zurück. Vielleicht sollte auch einfach nur einer im Nether bleiben. Sein. Ja. Ich bin auch zurück und wir sind bald. Ja, klar. Ich hab doch gesagt, die sind böse auf dich. Und das klingt, es gibt keine Abklingzeit. Die sind böse, wenn die auf der anderen Seite gehauen werden. Die haben ja gar nicht gesehen, dass ich ihre Buddies gehauen habe. Ja, aber es gibt keine Abklingzeit. Doch, doch, irgendwann schon. Nein, ich habe mich mal informiert. Da habe ich nichts gesehen. Falls ihr doch wisst, dass es anders ist, dann schreibt in die Kommentare. Schaut bei McFisto vorbei. Ah, warte, die Toolforge wollte ich noch. Wollte ich noch angucken. Oh. Ja, das ist Maltory. Oh, ja, hat doch schon einen Haufen Zeug drin. Ah, toll, hier ist jetzt genau wie das aufgebaut wird. Hahaha, witzig. Da sind die Einzelteile drin. Dödöd. So. Schönes falsch. Teil, was du dahin gepflanzt hast. Ich werde demnächst hoffentlich, wenn ich Netherbricks habe, das Haus obenrum weiterbauen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, macht's gut. Schaut auch bei Varuna vorbei. Bis demnächst. Bis dann. Achso, schaut bei McFisto vorbei, nicht bei Melvia. Bei Melvia könnt ihr auch vorbeischauen. Aber eigentlich meine ich letztes Mal McFisto. Ciao.